einen Zeitsprung mitnehmen zum 8. Mai. Lauter bitte. Ich möchte Sie zu einem Zeitsprung mitnehmen zum 8. Mai 1945, exakt 67 Jahre from now. Und ich möchte mich konzentrieren auf das Kriegsende an der Förde. Es gibt viele Darstellungen, wie die Briten nach Schleswig-Holstein kamen. Es gibt sehr viele Aufsätze und Bücher, die ich natürlich alle ausgewertet habe. Dass die beste Quelle, gleich um eine Frage vorwegzunehmen, ist ein Buch von Renate Doppheide über Kiel, Mai 45, mit sehr vielen Informationen. Aber ich habe darüber hinaus die maritime Literatur ausgewertet. Und man wundert sich, wie viele Quellen man im Internet findet. Persönliche Erfahrungsberichte, Bilder und so weiter. Sodass diese Geschichte jetzt durch das Maritime ergänzt werden soll. Zusätzlich habe ich Erinnerungen von Zeitzeugen ausgewertet, von denen einige heute Abend sogar bei uns sind. Und ich danke auch sehr dem Archiv der HDW-Werft, insbesondere deren Bildern, die ich auswerten konnte. Dann bin ich gespannt, ob auch im Kreis der Zuhörer weitere unbekannte Zeitzeugen sind, die vielleicht das eine oder andere richtigstellen oder ergänzen können. In meinem Vortrag gibt es einige Sprünge in zeitlicher Hinsicht oder auch in örtlicher Hinsicht. Ich muss zwischen den Kalenderdaten hin und her springen, auch zwischen den Orten rund um die Förde. Das erfordert ein gewisses Mitdenken. Wenn Sie den Eindruck haben sollten, dass es sehr konfus wird, so liegt es nicht nur an meiner beginnenden Altersverwirrtheit, sondern auch an den Umständen der Zeit, wo wirklich alle Handlungsstränge gleichzeitig abliefen und sich gegenseitig bedingten. Also Sie haben dieses Bild vielleicht schon gesehen. Man fragt sich, wer wohl diese Menschen sind, ob vielleicht noch einer lebt. Das ist der alte Markt im Winter 45, 46. Kiel war im Nazi-Regime die Stadt der Kriegsmarine und war militärisches Ziel erster Ordnung während des ganzen Krieges. Es gab über 600 Luftangriffe, darunter 90 sehr schwere. Diese schweren Luftangriffe hatten teilweise 800 bis 1000 Bomber gleichzeitig über Kiel. Wenn sich die alten Holzer über startende Flugzeuge in Holtenau erregen, dann müsste man sich mal vorstellen, was das für ein Gebrumm war. Es gab praktisch, wenn man das statistisch sieht, jeden vierten Tag einen Luftalarm während des ganzen Krieges. 3000 Kieler Bürger verloren während dieses Krieges ihr Leben durch die Bomben. Und auch 1000 Kriegsgräber der Alliierten am Kieler Nordfriedhof erinnern an den hohen Einsatz der damaligen Gegner. Die letzten Luftangriffe im April und Mai 1945 galten natürlich dem Hafen und den Werften. Und diese Angriffe zerstörten die deutschen Werke, die Germania-Werft, das Hafen- und Verkehrsamt, sämtliche Dienststellen der öffentlichen Hand. Und bei einem besonders schweren Angriff am 3. April tötete eine Luftmine 230 Frauen und Kinder im Woltgestollen in Düsternbrook, einschließlich der Kinderwagen, die vor den Eingängen des Bunkers verbrannten. Auch die Dienstvilla des Oberkommandierenden der Marine, der Admiral von Friedeburg, hier in unmittelbarer Nähe, wo wir jetzt sind, ein Stückchen weiter links, die genaue Hausnummer weiß ich nicht, fiel in Schutt und Asche. Selbst die Sirenen gingen nicht mehr, weil Strom, Gas, Wasser und so weiter alles ausgefallen war. Ein bekanntes Gebäude hier in der Nähe, das kennen Sie sicher, Feldstraße, fiel bei der Gelegenheit auch den Bomben zum Opfer. Aber was ich jetzt maritim vertiefen möchte, ist eben das Kriegsende in der Förde, um die Förde herum. Und da waren 350 Schiffe im Kieler Hafen zu dem Zeitpunkt, darunter 240 Wracks. Und es sah ungefähr so aus. Diese Ansammlung der Wracks und der Schiffe in der Kieler Förde war ein Spiegelbild deutscher Schiffbaukunst. Mit Passagierdampfern, Kreuzern, modernsten U-Booten. Und drei große Kriegsschiffe endeten in diesen Tagen, 3. bis 9. April 1945. Das war zunächst mal der Kreuzer Admiral Scheer, der im Arsenal lag und getroffen wurde und kenterte.
Er liegt heute begraben unter Schutt, dort wo der Hubschrauberlandeplatz des Arsenals ist. Das Schiff wurde ausgeschlachtet und beerdigt. Daneben liegen auch noch viele U-Boote zugeschüttet. Und die ostpreußische Flüchtlingsfamilie Siegmund war damals im Gut Oppendorf untergekommen und hatte eine Nähmaschine gerettet. Auf wundersame Weise geriet sehr viel Bettwäsche von der Admiral Scheer, und zwar blau-weiß karierte Bettwäsche der Marine, in die Hände der Familie Siegmund, die nun umgearbeitet wurden zu Sommerkleidern und Tischdecken. Ein erstes Beispiel des Umstiegs in die Friedensproduktion. Ein paar weitere Bilder von der Scheer hier, wie ein gestrandeter Wal. Hier sieht man U-Boot-Sektionen neben der gekenterten Scheer. Und hier ist das Luftbild dieser Situation. Die Scheer wie ein toter Wal im Ausrüstungsbecken. Die Bombenlandschaft, das ist die Werftstraße. Und man sieht einen Bombentrichter neben dem anderen. Kein Haus stand mehr. Das nächste Schiff, das sein Schicksal ereilte, war der Kreuzer Admiral Hipper im Trockendock der Deutschen Werke. Dieses Schiff hatte Ende Januar 1945 mit 1500 Flüchtlingen und verwundeten Soldaten, darunter 90 Säuglingen, Gedingen verlassen und war an der sinkenden Wilhelm Gustloff vorbei nach Kiel gefahren und hat die Leute in Kiel ausgeladen. Man konnte sich an der Bergung der Gustloff nicht beteiligen, weil U-Boots-Gefahr bestand. Und die Hipper ließ aber ihren Begleitzerstörer zurück, der 500 Schiffbrüchige aufnahm. Und nach den Bombentreffern im April lag die Hipper nun immer noch im Dock und hatte ihre schweren Geschütze bereit. Man hatte überlegt, ob man vielleicht mit dieser Artillerie den Vormarsch der Briten bei Preetz oder bei Flintbek auf der Chaussee unterbrechen könnte. Davon wurde aber Abstand genommen und das Schiff wurde dann abgedichtet in der Heikendorfer Bucht auf Grund gesetzt und später abgewrackt. Dann gab es den Kreuzer, das ist auch nochmal die Hipper, ohne Bild leider, der Kreuzer Emden, der ist auch interessant. Die Emden hatte nämlich kurz zuvor die Särge von Hindenburg und seiner Ehefrau aus Ostpreußen evakuiert, nach Kiel gebracht. Die Särge sind inzwischen in Marburg, in einem dortigen Kloster, und war dann schwer beschädigt. Die Emden lag auch in der Heikendorfer Bucht und wurde später abgewrackt. Etwas besser erging es den U-Boot-Bunkern. Es gab ja zwei große U-Boot-Bunker in Kiel, Kilian und Konrad. Konrad in Garden ist völlig abgebaut, geschliffen und überbaut heute. Aber interessant ist vielleicht für uns der U-Boots-Bunker Kilian auf dem Gelände des heutigen Ostuferhafens. In diesen Bunkern war Serienfertigung von neuen U-Booten geplant, Reparatur und so weiter. Und im April wurde Kilian Ziel schwerster Bombenangriffe, sogenannter Litfaßsäulen, die das stählerne Eingangstor des Kilian-Bunkers zerstörten und dabei ein U-Boot versenkten. Es gab einige tote Soldaten und Werftangehörige und Munition und so weiter. Und der Bunker ist uns natürlich bis heute in bester Erinnerung. Einmal dadurch, dass er nach dem Krieg gesprengt wurde. Der siebenjährige kleine Norbert Gansel war Zuschauer dieser Sprengung im Jahre 1947. Und uns Zeitgenossen erinnert vielleicht diese markanten Reste des Bunkers, erinnern uns an den Albtraum an der Förde, noch lange nach Kriegsende, bis das Ding nach einer kontroversen Diskussion 2001 abgebrochen wurde. Jetzt mal ein kurzer Blick auf die Handelsschiffe, die in Kiel lagen. Da gab es zunächst den Dampfer Ubena. Ich habe leider kein Bild. Die Ubena hatte 27.000 Flüchtlinge aus Ostpreußen gebracht, in mehreren Reisen. Und auf diesen Reisen wurden 30 Kinder geboren, die der Kapitän ohne Rücksicht auf ihr Geschlecht mit dem zweiten Vornamen Ubena taufte. Es gab auch viele Sterbefälle und man übergab die Toten nachts während der Fahrt der Ostsee und hatte zu diesem Zweck Pflastersteine, Großpflaster aus Kiel und Kopenhagen, mitgenommen, um die Toten zu beschweren. Dann gab es die Monte Olivia, damals ein Lazarettschiff,
Die kenterte am 3. April im Nordhafen nach einem Bombentreffer. Gleich kommt ein schönes Bild, wie sie auf der Seite liegt. Und der Kapitän Hartmann, der später Hafenkapitän in Brunsbüttel wurde und Leiter des Kanalamtes wurde, war Kapitän, langjähriger Kapitän der Monte Olivia während des Krieges. Und er berichtet, dass er 10 ukrainische Studentinnen während des ganzen Krieges auf dem Schiff beherbergt hatte. Auch seine schützende Hand über die jungen Damen hielt, gegen allerlei Anfeindungen seitens der Marine oder der SS. Er hatte diese jungen Damen als kriegswichtig eingestuft und sie arbeiteten als Krankenschwestern. Und als das Schiff nun umgekippt war, standen diese 10 jungen Damen weinend auf der Nordmole, denn sie hatten ihre Heimat verloren. Hier ist ein Bild der Schleusen, die Olivia gekentert. Hier sehen Sie die Werft, die Kasernen. Hier war Harry Stalzus mit seiner Ölfirma. Hier liegen Zerstörer und U-Boote. Ein wunderschönes Luftbild der Schleusen. Etwa 3. 4. Mai 1945. Dann gab es die New York. Die New York war Wohnschiff der Bismarck gewesen und später Wohnschiff für U-Boote. Hatte Flüchtlinge und Soldaten nach Kiel gebracht und ist am 3. April 1945 vor der Seebadeanstalt getroffen worden und umgekippt. Ein Schiff von 20.000 Bruttoregistertonnen, das jahrelang noch an dieser Stelle gelegen ist, bis es dann abgebrochen wurde. Das ist der Winter 45-46, da konnte man zu Fuß noch ein bisschen Holz holen von Oberlick. Es gibt einen wunderschönen Film über die Bergung der New York, den wir vor einigen Jahren mal sehen konnten. Dann war auch die St. Louis in Kiel. Das ist das Schiff der Verdammten. Diese St. Louis ist ja mit jüdischen Auswanderern von Deutschland nach Kuba gefahren und wieder zurück, weil niemand die Flüchtlinge aufnehmen wollte. Auch diese St. Louis war im Herbst 1944 in Kiel ausgebrannt und lag im Hafen noch. Also die Angriffe dieser Zeit, und ich nehme da auch den Zeitraum Sommer, Herbst 1944 mit hinein, galten natürlich Kiel, dem Stützpunkt der Marine. Und es wurden auch viele bedeutende andere Einrichtungen maritimer Art zerstört. Das Institut für Meereskunde am Niemeyerweg in Kitzelberg wurde getroffen im August 1944. Als die Bomber nun ihre Last auf den Werften abgeliefert hatten und noch einiges an Bord hatten, was sie sinnlos in die Gegend schmissen, also Kitzelberg wurde getroffen. Und der Leiter, Direktor Hermann Wattenberg und etwa 25 junge Meeresforscher saßen aufrecht, tot, erstickt im Keller und fanden ihre letzte Ruhestätte in einem Gemeinschaftsgrab, was man heute noch besichtigen kann. Auch das Institut für Weltwirtschaft wurde in diesen Tagen schwer getroffen. Und nun ist eine nette Parallelität, das Berliner Institut für Meereskunde und auch die Biologische Anstalt in Helgoland, das waren zusammen mit Kiel die drei Schwerpunkte der Meeresforschung in Deutschland, wurden gleichzeitig im August, September 1944 ausradiert, sodass es keine Meeresforschung mehr gab. Das Haus Forsteck darf in diesem Zusammenhang auch nicht fehlen. Nur die wenigsten Kieler wissen, dass in diesem Haus ab 1870 etwa die Weichenstellungen vorgenommen wurden für die Meeresforschung in Kiel. Die Ursachen und die Anstöße zur Meereskunde kamen aus dem Haus Forsteck, aus der gastlichen Salonatmosphäre des damaligen Kaufmanns Meyer. Später hat dann Diederichsen, der Großkaufmann Diederichsen, in dieser Villa gewohnt und hat von hier aus seine weltweiten Handelsbeziehungen gepflegt mit China und mit Qingdao. Er hatte 20 Schiffe laufen. Also er war ein Großunternehmer vom Stil Albert Stinnes oder Ballin. Die wenigsten Kieler wissen das. Und in diesem Haus tagte auch im Juli 1944 das Kriegsgericht mit dem Todesurteil für Oskar Kusch. Also diese Villa, die einen maritimen Bezug hat, wurde auch getroffen. Wo lag die? Im heutigen Diederichsenpark, Ostbaumschule. Das Haus stand da, wo heute diese Plattform mit Bänken und dem Ausblick auf die Förde ist.
Es gibt noch Mauerreste, unter anderem Mauerreste von dem Bärenzwinger, der im Garten stand. Er hatte einen Bären, das gehörte damals dazu. Im Juli 1944 fiel auch der ehrwürdige Skagerrak-Club in der Weizstraße den Bomben zum Opfer, mit seiner historischen Einrichtung und mit seinen Weinvorräten. Der Club war 1921 gegründet worden als Hort des soldatischen Wesens der preußischen Traditionspflege, der kaiserlichen Marine. Ab 1934 hatte man sich dem Führerprinzip unterworfen und die Kaiserbilder gegen zeitgemäßes ausgetauscht. Und nun fürchtete der Skagerrak-Club bei Kriegsende, dass ihm wegen der NS-Verstrickung die Schließung drohte. Aber die überlebenden Clubmitglieder schafften es, im Sommer 1945 sich zu entnazifizieren und ab September 1945 als Förderclub zu Kiel mit neuer Clubsatzung zu starten. Inzwischen sind auch die Weinvorräte wieder aufgefüllt. An dieser Stelle jetzt mal ein kleiner Sprung. Wie war die Lage in diesen Tagen? Churchill und die britische Admiralität blickten damals, wie auch schon bei Ende des Ersten Weltkrieges, auf die Marinestadt Kiel, verstärkt auf Kiel. Denn man hatte Interesse an dem Marinestützpunkt, an den Schiffen, an der Rüstung, an der Industrie. Und es gab zugleich alarmierende Meldungen der Marineattachés aus Stockholm, dass die Russen unter Missachtung des Jalta-Abkommens Panzereinheiten über Lübeck hinaus vorstoßen lassen wollten, um eisfreie Häfen zu erobern, den Kanal zu besetzen, an die Nordsee vorzustoßen und möglichst Esbjerg zu nehmen. Das war Churchill zu Ohren gekommen und er überzeugte General Eisenhower aus dem Stand heraus, am 29. April einen Panzervorstoß Richtung Wismar, Schwerin, Ludwigslust vorzunehmen, um die Russen am Durchbrechen zu hindern. Das gelang innerhalb von 2 Tagen. Man traf sich hier mit den Russen, die nun nicht weiter vordringen konnten. Zur Flankierung landeten Luftlandetruppen in Kopenhagen, weil Kopenhagen eben auch sensibel war. Also sehr kluge geopolitische Überlegungen unserer britischen Freunde. Die Briten wollten also auf keinen Fall den unversehrten Nordostseekanal in russischen Händen sehen und sie wollten die Rüstungsfirmen. Das spielt nun bei den folgenden Kapitulationsverhandlungen, auf die ich jetzt noch eingehen werde, eine gewisse Rolle. Am 3. Mai rückten die Briten in Hamburg und Neumünster ein. Am 4. Mai kam eine kleine Militärdelegation mit Jeeps und Panzerspähwagen von Bordesholm über Schulensee zum Kieler Rathaus, um mit Bürgermeister Walter Behrens die Übergabe zu verhandeln. Und am 5. Mai traf die Spezialeinheit T-Force, das heißt Target Force, komme ich gleich noch zu, ein, um wichtige militärische Anlagen zu besetzen. Am 7. Mai folgte dann die reguläre Besetzung durch Heereseinheiten über die Brezer Chaussee und über die Gablenzbrücke. Und da gibt es auch wieder ein schönes Bild. Der erste Panzerspähwagen wurde bestaunt. Und am 9. Mai um 0 Uhr trat dann die bedingungslose Gesamtkapitulation in Kraft. Und im Rathaus, im Kieler Rathaus in Zimmer 171, zog eine kleine englische Wache mit 12 Mann ein. Das so der Zeitablauf dieser Tage. Jetzt ein Blick, wie sah es auf deutscher Seite aus? Da gab es am 2. Mai gegen 21 Uhr auf der Lebensauer Hochbrücke ein interessantes Abstimmungsgespräch zwischen Großadmiral Dönitz und dem Oberbefehlshaber der Marine von Friedeburg, dessen Villa gerade ausgebombt war, hier nebenan. Es ging um die Vorbereitung der Waffenstillstandsverhandlungen mit Montgomery. Montgomery war zu dem Zeitpunkt, nachdem er Bergen-Belsen befreit hatte und dort die Leichenberge sehen musste, im Raum Lüneburg mit seinem Hauptquartier und hatte Admiral von Friedeburg nun zu Waffenstillstandsverhandlungen gebeten. An diesem Tag waren ja die
Alliierten bis Wismar vorgestoßen. Die Russen saßen in Rostock. Dönitz hatte sein Hauptquartier in Plön seit dem 21. April in der Unteroffiziersschule, in der Fünf-Seen-Kaserne am Surer See, das sogenannte Lager Forelle. Und ab 30. April war er ja Nachfolger Hitlers. Er war nun in Plön im Visier der britischen Tiefflieger und wollte sich nach Flensburg absetzen und hoffte, von dort aus Handlungsfreiheit zu behalten, um den Krieg zu beenden. Dazu gehörte nach deutscher Vorstellung eine Teilkapitulation im Norden von Deutschland, im Westen, gegenüber den Westalliierten und weiterkämpfen gegenüber den Russen, um die vielen Soldaten und Flüchtlinge aus Ostdeutschland über die Ostsee noch evakuieren zu können. So war Dönitz also am Abend des 2. Mai mit seinem gepanzerten Fahrzeug, es war ein Geschenk des Führers, auf dem Wege von Plön ins noch unbesetzte Flensburg und besprach sich nun auf der Lebensauer Hofbrücke mit von Friedeburg. Und Friedeburg fuhr dann weiter zu Montgomery. In den Verhandlungen mit Montgomery erreichte er für den 4. Mai die Teilkapitulation im Westen mit Waffenruhe ab 5. Mai. Aber die Briten forderten ein Verbot der Selbstversenkung aller Kriegsschiffe und deren Auslieferung. Aber sie waren bereit, die zurückflutenden Heerestruppen in britische Gefangenschaft aufzunehmen. Und sie tolerierten auch die Rettungsfahrten über die Ostsee für einige Tage. Sie verzichteten auf die Besetzung Dithmarschens und machten Halt am Nord-Ostsee-Kanal. Also der Nord-Ostsee-Kanal war dann die Demarkationslinie, die Dönitz nun mit allen Mitteln noch verteidigen wollte, allerdings ohne die Brücken zu zerstören. Man muss sich in seine Situation versetzen. Er war ja bemüht, den Krieg ordnungsgemäß zu beenden. Es ging darum, die Identität des Reiches irgendwie zu erhalten, weil ja die totale Zerschlagung drohte. Und außerdem sollte deutlich gemacht werden, dass sich die deutsche Regierung nicht völlig aus dem Staub gemacht hatte. Die Goldfasane der Partei hatten sich ja alle in Zivilklamotten geworfen und waren über die Felder gerannt. Aber Dönitz hielt also aus und löffelte die Suppe aus. Er war wie ein Insolvenzverwalter, der das tun musste, was getan werden musste. Am 2. Mai erklärte das Marineoberkommando, dass Kiel nicht verteidigt werden soll. 130 Flakgeschütze rund um Kiel verschossen ihre Munition am 4. Mai, was die Bevölkerung in größte Angst versetzte. Aber die Kanalbrücken wurden nicht gesprengt, die Schleusen blieben heil. Der Reichssender Flensburg funktionierte weiter und gab die Befehle weiter. Keinerlei Zerstörungen, keine Selbstversenkungen der Schiffe. Nun hatten aber an diesen Tagen die Kommandanten der Kriegsschiffe große Verwirrung. Sie konnten nicht glauben, dass die Selbstversenkung verboten war. Und es kam dazu, dass sich eine Reihe von Kommandanten und Besatzungen entschlossen, ihre Schiffe zu versenken. In Kiel sanken und wurden gesprengt alleine 35 U-Boote am 4. Mai. Am 5. Mai herrschte dann Waffenruhe. Und die Rettungsaktion konnte weitergehen. An der Demarkationslinie des Kanals, hier ist auch nochmal ein Bild, Friedeburg mit Monty in der Lüneburger Heide. Es gab auch eine Erbsensuppe für die deutsche Verhandlungsdelegation. Hier ist die Selbstversenkung der U-Boote sehr schön zu sehen. Ich muss allerdings der Ordnung halber sagen, dass dieses Bild aus Wilhelmshaven stammt. Aber ihr sagt es genau. Ja, an der Demarkationslinie lag die Prinz-Heinrich-Brücke, die ja nun noch in deutscher Hand war. Und in den Erinnerungen des damals 26-jährigen Kapitänleutnants Otto Schlenska, den ich sehr herzlich begrüße, wurde diese Brücke verteidigt mit Kadetten und Fähnrichen und Seekadetten aus Flensburg. In den schriftlichen Erinnerungen von Otto Schlenska hat er berichtet, wie man in diesen Tagen der Teilkapitulation mit den Briten Katz und Maus spielte an der Brücke. Es wurde mit einer gut sichtbaren Bombenattrappe und einem vermeintlichen Kabel suggeriert, dass eine große Bombe auf der Brücke liegt und die Briten hielten also inne an der Lieker Seite.
Und außerdem gab es übereifrige SS-Leute abzuwehren, die die Brücke noch sprengen wollten. Otto Schlenzka ist heute wohl bekannt als langjähriger Kommodore des Kieler Yachtclubs, als Organisator der Segelolympiaden und als Kieler Ehrenbürger. Und ich freue mich, dass er heute hier ist. So, jetzt wieder ein kleiner Bruch. Am 5. Mai, also schon bei Waffenruhe, kam nun als britisches Vorauskommando handstreichartig die sogenannte Target-Force mit 300 Mann überraschend nach Kiel. Der Chef dieser Truppe, Major Hibbert, fuhr im Jeep zum Landeshaus, wo das Marinekommando war, und erreichte dort in einer halben Stunde die friedliche Übergabe. Und diese T-Force, das waren rund 300 Mann, hatten die Aufgabe, Marinedienststellen zu sichern, die Werften zu sichern, die wichtigsten Rüstungsbetriebe zu besuchen, Einzelpersonen festzunehmen. Insgesamt hatte man eine Adressenliste von 150 Adressen. Verschiedene Ingenieure kriegten Besuch in ihrer Heimatadresse am Hasselkamp in Pronshagen, und die Walterwerke in Suchsdorf kriegten morgens um 10 Besuch von Briten. Es ging also darum, die U-Boot-Antriebe, die Raketenfertigung und so weiter dort zu sichern. Und das Ganze ging sehr flott vonstatten. Dönitz hatte dann schon einige Wochen später den Walterwerken erlaubt, die Patente freizugeben, die Informationen freizugeben an die Briten. Es war ja in der Luft, lag ja auch so eine Stimmung, dass man eventuell mit den Westalliierten noch einmal gegen die Russen weitermarschieren könnte. Man wusste ja nicht, wie es weiterging. Alle Optionen mussten offen gehalten werden. Also man arbeitete mit den Briten eigentlich ganz nett zusammen. Technische Fachleute gaben sich nun in den Kieler Firmen in diesen Tagen die Klinke in die Hand. Professor Walter ging mit einem kleinen Stab nach England, um diese interessante U-Boot-Ausfertigung für die Briten weiter zu betreiben. Hier ist ein Walter-Boot. Diese Boote waren ja sehr schnell unter Wasser mit einem Wasserstoffantrieb, also eine Art Brennstoffzelle. Die Briten haben also diese Dinge übernommen. Hier sieht man, wer genau hinschaut, die britische Flagge auf dem deutschen Walter-U-Boot. Und die Briten haben dann sogar kurz nach dem Krieg ein eigenes U-Boot gebaut, mit dem Walter-Antrieb drin, mit Hilfe der deutschen Fachleute, und haben dieses Schiff Explorer genannt. Die Besatzung dieses Bootes, die kein Vertrauen hatte zu der explosionshaften Antriebsart, taufte das Boot um in Exploder. Also jedenfalls, diese Walter-U-Boots-Entwicklung brach dann ab, denn es gab ja inzwischen dann nach dem Krieg die Atom-U-Boote. Am 7. Mai kamen reguläre britische Kampftruppen nach Kiel und mussten 40.000 Soldaten der Wehrmacht registrieren, entwaffnen, festsetzen oder entlassen, und taten das mit minimalem Personal. Vorbildlich eigentlich, wobei ihnen die Kolonialerfahrung natürlich zustatten kam. Man wusste ja, dass man die örtlichen Häuptlinge in Amt und Würden lassen muss, wenn man Ordnung haben will. Das geschah auch hier. Die Lazarette, die Polizei und so weiter blieben in deutscher Regie. Und auf die Weise wurde ziemlich professionell diese Abwicklung des Militärs vorgenommen. Jetzt ein kleiner Blick nach Holtenau auf den Flugplatz. In den letzten Tagen des Krieges war alles, was noch fliegen konnte von der deutschen Luftwaffe, auf dem Wege zu den Flugplätzen in Schleswig-Holstein. Und es sammelten sich sämtliche flugfähigen Modelle des Dritten Reiches, aber auch eine italienische Kampfstaffel komplett, die den ganzen Krieg gut überstanden hatte, landete in Holtenau. Und die Briten waren wild entschlossen, von jedem flugfähigen Modell eins zu requirieren. Sie haben also mit wenigen Soldaten den Flugplatz Holtenau dann übernommen, als die Brücke offen war und Otto Schlenzka sich zurückziehen musste nach Flensburg. Leider hat Beate Use es damals vorgezogen, sie war ja Testpilotin der Luftwaffe, in Flensburg zu landen. Wäre sie doch in Kiel gelandet, es hätte der Kieler Industrie nach dem Krieg sicherlich sehr geholfen. Am
Am Nachmittag des 7. Mai rollten drei Panzer über Dehnhöft, Kaltenhof und Gettorf zu den dort verstreuten Marine-Flakbatterien und erklärten den überraschten Soldaten, dass sie nun Kriegsgefangene seien und bitte da bleiben sollten, wo sie gerade sind. Und die Bevölkerung stürmte die Kleidungs- und Lebensmittelvorräte, und zwar im Saal des Gasthofes zur Eiche in dänischen Hagen. Und auch die Marinekleiderkammer auf Gut Seekamp wurde freigegeben. Und der 7-jährige Olaf Schulz, er sitzt da hinten, ergatterte ein warmes Kleidungsstück bei der Freigabe des Depots in der Zeierstraße. Die Briten richteten sich in der Wieg ein, im Flandernbunker. Dort wehte am 8. Mai die britische Kriegsflagge. Admiral Kummetz, der bis dahin Oberbefehlshaber der Marine war, begrüßte den britischen Admiral Bailey Groman mit dem deutschen Gruß, was sich Groman verbat, wies darauf hin, dass jetzt wieder anständig militärisch gegrüßt wird, beschwerte sich bei Montgomery, der beschwerte sich bei von Friedeburg, und am Tag darauf wurde der deutsche Gruß durch Dönitz abgeschafft über den Sender Flensburg und man grüßte wieder anständig militärisch. Die Briten ließen die Lazarette in deutscher Regie, was sehr vernünftig war, und sie erlaubten sehr schnell wieder die Aufnahme der Fischerei wegen der Ernährungslage. Dann gingen sie daran, sich in Kiel häuslich niederzulassen. Bevorzugte Requirierungsgebiete waren Kronshagen und Schulensee und überall dort, wo die Toilettenspülung noch funktioniert. Und Hausbesitzer der Innenstadt, die die Besetzung der Briten abwehren konnten, weil sie keine Toilettenspülung mehr hatten, spotteten und scherzten, hoch lebe unser Eimer. Der Kieler Kaufmann Johannes Knudsen, man kennt vielleicht das Geschäft Kleintierhandlung und Seemereien, wohnte damals in Schulensee in einem Haus mit Reetdach. Und als Montgomerys Soldaten sein Haus requirieren wollten, machte er gestenreich darauf aufmerksam, dass ein Reetdach sehr schnell brennt und konnte die Beschlagnahme verhindern. Bailey auf der Kieler Förde bei der Inspektionsfahrt. Hier werden die Soldaten vor dem Flandernbunker registriert. Name, Vorname, Dienstgrad, Heimatadresse, Beruf. Das ist der Flandernbunker hier. Das ist die heute noch stehende Kaserne der Marine. Ich komme jetzt nochmal. Nein, das ist noch zu früh. Ja, Monty machte Besuch am 15. April. An dem Tag kamen auch zwei Zerstörer, britische Zerstörer, erstmalig in den Hafen. Man hatte so lange gezögert wegen Minengefahr. Montgomery war da und begrüßte seine Soldaten auf der Kaisertreppe. Diese Speicher stehen nicht mehr. Hier ist die Kaianlage. Hier ist die Kaisertreppe, heute schön renoviert. So, jetzt nochmal zurück zum Kanal. Im Kielkanal, wie es ja international heißt, der die Kriegswirren mehr oder weniger unbeschadet überstanden hatte. Auch die Schleusen waren im Wesentlichen in Ordnung. 70 Handelsschiffe lagen im Nordostseekanal wegen Brennstoffmangel fest in den Weichen. Und die Briten machten den Kanal sehr schnell wieder befahrbar. Ab 25. Juni 1945 konnten wieder Schiffe der Besatzungsmacht und auch Skandinavier den Kanal regulär befahren. In der Konferenz von Teheran 1943, als die Alliierten die Aufteilung in Zonengrenzen Deutschlands beschlossen, haben die Alliierten auch eine internationale Kontrolle des Kielkanals ins Auge gefasst, ohne das zu vertiefen. Die Briten hatten damals schon Angst, dass die Sowjetunion an der Kanalkontrolle beteiligt werden müsste und hatten sich für den Fall überlegt, dass sie den Kanal zuschütten. Eine fürchterliche Aufgabe. Alleine denkt man an das Genehmigungsverfahren. Aber die Briten hatten auch kommerzielle Überlegungen angestellt. Sie wünschten sich eine internationale Kanalzone,
ähnlich Panama oder Suez, möglichst unter britischer Verwaltung, wo man Geld verdienen könnte. Nun waren sie sehr enttäuscht, als sie die hohen Verwaltungs- und Unterhaltungskosten des Kanals und die bescheidenen Kanalgebühren kennenlernten. Bekanntlich ist ja der Spielraum für Gebührenerhöhungen am Kanal begrenzt, weil die Schiffe oben rumfahren können. Jedenfalls setzte sich die Erkenntnis durch, auch bei den Admiralen und bei Churchill, den Kanal zu erhalten. Er musste sich dann noch gegen dänische Wünsche zur Wehr setzen. Die Dänen bestürmten Churchill, doch eine Einrichtung einer dänischen Besatzungszone nördlich des Kanals zuzulassen, und sie träumten von einer Südgrenze am Kanal. Churchill sagte: "No, sir." Die Flüchtlinge sind mein nächstes und letztes Thema. Die Flüchtlinge. Das war ja überhaupt auch das Motiv des Durchhaltens und der Teilkapitulation, der schrittweisen Regelung der Dinge. Also die Gesamtzahl der Flüchtlinge, die aus Ostpreußen, dem Baltikum, Pommern und so weiter über die Ostsee nach Westdeutschland kamen, liegt bei 2 bis 3 Millionen Menschen. Es war eine gewaltige organisatorische und menschliche Leistung der Seeleute, der Marine und der Handelsschifffahrt. Russische Marine und britische Tiefflieger griffen diese Transporte permanent an, aber die Verluste an Menschenleben blieben mit 1% relativ gering. Es gibt heute noch den Eisbrecher Stettin, als Zeugen dieser Zeit, die Alexandra in Flensburg und die Reste der Albatros in Damp. Das sind die letzten Zeugen dieser Evakuierung über die Ostsee, und das Lavua Ehrenmal hat natürlich eine Dokumentation darüber. Beteiligt waren an dieser Rettungsaktion etwa 800 Schiffe, vom Kreuzer bis zur Flussfähre. Nach der schriftlichen Befehlslage, die auf Dönitz zurückgeht, waren seit Januar 1944 die Kriegsschiffe angewiesen, keine Flüchtlinge an Bord zu nehmen. Und Handelsschiffe sollten in erster Linie Kriegsmaterial, Verwundete und Soldaten aus dem Osten retten, um den Krieg fortsetzen zu können. Flüchtlinge nur, wenn noch Platz war. Und erst Anfang Mai 1945 wurde dieser rigide Befehl gelockert, und dann räumte man der Flüchtlingsevakuierung höchste Priorität ein. Den U-Booten war es generell verboten, Flüchtlinge mitzunehmen. Aber viele Kommandanten und insbesondere solche mit Zivilcourage ignorierten diese Befehle und nahmen sehr wohl Kinder, Frauen und so weiter mit. Exemplarisch ist vielleicht das U-Boot U-999 unter dem Oberleutnant Heidkes. Der war 22 Jahre alt, Oberleutnant. Der hat am 13. März in Hela 3 Frauen mit 5 Babys samt Kinderwagen in seine Röhre genommen und hat dann noch 30 15-jährige Hitlerjungen, die durch den Hafen irrten, an Bord genommen und ist in Tauchfahrt nach Warnemünde gefahren oder nach Travemünde. Er wurde dann vor ein Kriegsgericht gestellt, aber im allgemeinen Durcheinander wurde ihm die Erlaubnis erteilt, weiterzufahren, weil der Endsieg ja bevorstand. Und er fuhr mit seinem Boot noch einmal durch den Kieler Kanal, dann zur Selbstversenkung in der Geltinger Bucht. Diese Beispiele sind vielfältig. Große Rettungserfolge hatten die Zerstörer und Schnellboote, die wegen ihrer hohen Geschwindigkeit mehrere Rundreisen nach Hela und Libau durchführen konnten. Nach dem Waffenstillstand im Westen, und das war ja der 5. Mai, fuhren noch einmal 5 Zerstörer und einige Torpedoboote nach Hela, um 20.000 Soldaten und Flüchtlinge in den Westen zu holen. Darunter auch der Zerstörer Hans Lodi, auf dem sich der Seekadett Ulrich Behlen befand, der heute leider verhindert ist, sonst hätten wir ihn auch begrüßen können. Und diese Schiffe holten noch einmal also zigtausende von Flüchtlingen und brachten sie über Kopenhagen nach Kiel. In den Tagen danach kamen insgesamt 15 Zerstörer in Kiel an, voll beladen mit Flüchtlingen. Diese Schiffe hatten ja eine Besatzung von etwa 300 Mann und sie konnten bis zu 2200 Flüchtlinge aufnehmen. Die standen an Oberdeck wie in der Straßenbahn von Danzig bis Kiel, und nur die Drehkreise der Kanonen mussten frei bleiben.
Schwerpunkt der Ausschiffung war die Strander Bucht. Leider habe ich keine Bilder und mein Appell geht an Sie, vielleicht hat jemand privat Bilder von diesem Durcheinander vor Schilksee und Strande in diesen Tagen, wo am 9. und 10. Mai 41 Schiffe vor Anker lagen mit Hunderttausenden von Flüchtlingen. Zum Beispiel der Eisbrecher Stettin und der Hilfskreuzer Hansa mit je 14.000 Menschen. Am 11. Mai, also nach Waffenstillstand, erreichte der Bäderdampfer Rugard. Hier ist Rugard, Kiel. Dieses Schiff war ein Bäderdampfer, hatte aber eine 8,8 Kanone auf dem Vorschiff und hat sich nach Waffenstillstand mit russischen Schnellbooten noch ein Gefecht geliefert, weil er sich nicht ergeben wollte. Er kam durch. Diese Kanone war sehr treffsicher und schlagkräftig. Das letzte Schiff, was also kam, war diese Rugard. In der Strander Bucht waren also die Zahlen variieren zwischen 65.000 und 100.000 Menschen an Bord dieser Schiffe und mussten nun ausgeladen werden. Darunter Verwundete, Kleinkinder, Waisenkinder und so weiter. Die Briten versuchten nachts mit Scheinwerfern diese Armada zu überwachen und suchten dann nach und nach die Schiffe auf, machten ein wenig Beute dabei und luden dann mit einer Ausschiffungsrate von 20.000 Menschen pro Tag diese Schiffe langsam aus. Die Menschen kamen in Militärbaracken, in Bunker, in neue Flüchtlingslager oder sie mussten weiterziehen. Anneliese Pinn nahm die namenlosen Babys und Waisenkinder in ihr Mädchenheim in Krog auf. Die Briten mussten nun, ob sie wollten oder nicht, in dieser Abwicklung mitarbeiten. Zunächst zur Gefangennahme und Entwaffnung der Schiffe und dann sehr schnell aber auch aus humanitären Gründen. Die Versorgung mit Wasser, Proviant, Medizin war völlig zusammengebrochen. Die hygienischen Verhältnisse waren unbeschreiblich. Englisches und deutsches Militär und Polizei waren mit dem Roten Kreuz zusammen zur Zusammenarbeit verdammt. Der Gauleiter Schwede Coburg von Pommern hatte sich als einfacher Volkssturmmann auf ein Schiff verkrochen und wurde von den Flüchtlingen erkannt. Ein großes Geschrei setzte ein und die britische Hafenstreife nahm ihn fest, auch um ihn vor dem Zorn der Flüchtlinge zu bewahren. Die Fischer aus dem Osten bildeten eine große Gruppe, denn sie waren ja mit Sack und Pack und mit ihren Booten in Möldenort, in Labö und Strande eingelaufen und konnten nahezu nahtlos ihren wichtigen Beruf wieder aufnehmen. Diese Schiffsnamen Heimat, Kehrwieder, Hoffnung, Hilau und der Dialekt der Fischer in den Häfen erinnerten nur noch lange Zeit an diese Episode. Und in der langen Baracke, die in Strande dort stand, wo jetzt der Buswendeplatz ist, lebte damals der kleine Flüchtlingsjunge Wolfram Kneipp. Er ist heute Geschäftsführer der Schauspielschule in Kiel. Und er erinnert sich dankbar an die Freundschaft mit einem ostpreußischen Fischer, der jeden Abend zurückkam von See und sagte, komm her, du Lorbas, ich liebe Dorsch. So konnte er mit seiner Mutter eine schwierige Zeit überwinden. Unter den Flüchtlingen, die nach Kiel kamen, sind die Brüder Lindenau besonders zu erwähnen. Kurz vor Kriegsende flohen diese beiden Werftbesitzer aus Memel vor den russischen Truppen mit Schlepper und Schwimmdock. Rund 50 Mitarbeiter und Familienangehörige waren mit Proviant, Werkzeug und Maschinen auf diesem Schwimmdock verladen und man fuhr im Schleppzug zunächst nach Lübeck, später nach Kiel. Lindenau hatte auf den Werften in Kiel lange Zeit gearbeitet, hatte hier auch seine Frau, eine geborene Ritter, kennengelernt, so lag es nahe, mit diesen Betriebsmitteln sich nach Kiel abzusetzen. Im August 1945 hatte er bereits wieder ein Büro in der Graf-Spee-Straße und konnte den Betrieb kurz darauf in Friedrichsort wieder aufnehmen. Und der Stamm seiner Belegschaft setzte sich aus diesen alten Memeler-Mitarbeitern, sonstigen Flüchtlingen und einheimischen Kieler Experten der Werftindustrie zusammen. Also ich komme langsam zum Ende
Und was ich Ihnen berichten durfte, klingt ja vielleicht wie Botschaft aus einer fernen Welt. Man kann sich die damalige Gemütslage der Menschen kaum noch vorstellen. Das Glück, überlebt zu haben, mischte sich bei den meisten mit Niedergeschlagenheit über den totalen Zusammenbruch. Und nur sehr wenige empfanden die Situation als Befreiung. Die Dramatik der Ereignisse, das Leid der Menschen, aber auch die Tatkraft mutiger Menschen in der Katastrophe waren einzigartig. Das gilt für die Kapitäne und Besatzung dieser Rettungsschiffe besonders. Aber man muss eben auch die Rolle Dönitz würdigen, der zwar nicht als Retter der Flüchtlinge verehrt werden sollte, aber mit viel Umsicht dieses Durcheinander zu einem Ende führte, anstelle anderer, die sich aus dem Staub gemacht hatten. Aus heutiger Sicht hat Kiel Glück gehabt im Unglück, denn die englischen Besatzer gingen, von Ausnahmen abgesehen, umsichtig und korrekt vor. Die Montage der Werften und Betriebe, die sich bis 1950 hinzog, wurde allerdings als ungerecht empfunden. Ich wollte noch ganz kurz auf La Bœuf eingehen, weil da auch eben kleine Übergriffe geschahen. Sie kennen vielleicht diese Villa am Strand von La Bœuf. Das ist das Haus des Marinemalers Schmidt-Hamburg, der damals dort wohnte und arbeitete. Das Haus wurde requiriert und ein Teil seiner Gemälde und seine Zinnsoldatensammlung verschwanden dann im Laufe der nächsten Wochen. Aber La Bœuf ist auch interessant wegen des Ehrenmals. Denn das Ehrenmal sollte gesprengt werden als Sinnbild des Militarismus. Und da traf es sich gut, dass Erich Mende, seines Zeichens Major des Heeres und Ritterkreuzträger, zusammen mit seinem Freund Franz Meyers, Meyers wurde später Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und Mende war ja Vizekanzler unter Adenauer, die befanden sich als Kriegsgefangene in Schönberg. Und erlebten nun die Demontage der Werften, das Sprengen auch in der Nachkriegszeit. Da sie beide Englisch konnten, hatten sie ein Vertrauensverhältnis zu englischen Vernehmungsoffizieren aufgebaut und haben denen klargemacht, dass man das Ehrenmal nicht sprengen sollte, weil es die Gefühle der Menschen verletzen würde. Und dass das Ehrenmal ja eigentlich eine Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges war. Die setzten sich damit letztlich durch. In London wurde entschieden, dass das Ehrenmal La Bœuf erhalten bleibt, im Gegensatz zu vielen anderen. Diese Episode hatte ich vergessen. Wir sind jetzt wieder eigentlich am Ende. Habe ich das Bild schon gezeigt? Es sieht aus wie eine Kreuzfahrt. Es sind eben Flüchtlinge auf einem Kulturboot. Schönere Bilder mit dem Gewühle habe ich nicht finden können. Die Rugard, Lindenau. Das ist die Festnahme von Dönitz am 23. Mai in Flensburg, womit das Kapitel dann endgültig abgeschlossen wurde. Und wir waren jetzt eigentlich bei der Demontage in Kiel, die ja doch als recht ungerecht empfunden wurde. Sie vernichtete Arbeitsplätze und störte den Wiederaufbau. Nur die Howaldwerft durfte als Reparaturbetrieb weiter existieren. Die Briten sperrten und sprengten die ganzen Industrieflächen. Und man darf vermuten, dass das eine Strafexpedition war. Kiel sollte nie wieder Stützpunkt werden. Aber im Übrigen knüpften die Briten ungewollt an maritime deutsche Traditionen an und sorgten so für Kontinuität, indem sie das Hotel Bellevue zum Zentrum der Truppenbetreuung machten und als Offizierscasino weiter benutzten, was es vorher schon war. Sie nahmen auch das heutige Gebäude des Kieler Yachtclubs hier nochmal die Sprengungen, die kaputten U-Boote auf der Werft, der Versuch, diese 35 U-Boote wieder zu beheben und zu Schrott zu verwandeln. Und nun sind wir wieder bei den Briten, den Kieler Yachtclub. Nahmen sie natürlich in Besitz, landen ihn um in British Kiel Yacht Club. Und im Herbst 1945 gab es eine neue Kiel Week mit requirierten Segelbooten und einem Feuerwerk. Also Sie übernahmen so indirekt die deutschen Traditionen und ihr starkes Interesse an den maritimen Besonderheiten Kiels, nämlich das Segeln, die Meeresforschung, die Marine, die Werften, La Bœuf,
bestätigt eigentlich bis heute die Qualitäten, die für Kiel charakteristisch sind. Und so konnte sich Kiel trotz schwerster Verwüstungen wieder erholen. Und das zeigt eigentlich, wie prägend die maritime Lage ist. Das wollte ich auf diese Weise deutlich machen. Dankeschön. Einsteigen, wenn Sie Fragen haben. Helfen Sie mir, wenn es unübersichtlich wird. Ja, ich versuche den Blick. Oh, ja. Ja, bitte. Also eine Erklärung dafür: 40.000 Marinesoldaten in Kiel, die Briten kommen in einer kleinen Einheit an und verhandeln mit den Bürgern was. Das ist doch der normale Dienstweg. Ja, die Streitkräfte waren am Boden zerschlagen. Es war sicherlich kein Widerstandswille mehr da. Das war ja auch richtig so. Ja, bitte. Ja, bitte. Zur Information. Im Imperial War Museum in London befinden sich Texte darüber, dass die großen Bombenangriffe 1200 Bomber beinhalteten und 800 Jagdflugzeuge, das nur als Ergänzung. Danke, ja. Ja. Was? Ganz hinten, ja. Was kann man über das Schicksal der Nazis zum Kriegsende hier in Kiel berichten? Das sollte mal zu Papier gebracht werden. Ich weiß es auch nicht. Der Bürgermeister Behrens, der ein maßvoller Fachmann war, wurde abgesetzt und eine zivile Stadtregierung eingesetzt. Die Soldaten kamen in Kriegsgefangenschaft. Der Gauleiter des Landes, Lose, ja, war, glaube ich, ein schlimmer Bursche, der sich an einem Vernichtungsfeldzug im Baltikum beteiligt hatte und Blut an den Fingern hatte. Der wurde, glaube ich, vor Gericht gestellt und dann nach einiger Zeit begnadigt und freigesprochen. Ja, bitte. Ja, das ist richtig. Und da waren sie auch gut untergebracht. Ja, das war das Ziel der vieler kriegsgefangener deutscher Soldaten, ihre Personalpapiere so zu fälschen, dass sie als Landwirtschaftsexperten ausgewiesen wurden. Die wurden als erste entlassen. Die wurden ja auch gebraucht. Ja. Können wir so zur Kenntnis nehmen und dürfen froh sein, dass es nicht in Kiel war. Ja, das ist eine Mürbiger-Geschichte. Ja. Historiker in Mürbig. Jetzt in den letzten Ende der 90er Jahre. Ich habe nur eine Frage gestellt. Sie hatten die ersten Bilder, Schleswig-Holstein am Ostseekanal, wo die Briten stoppten. Es wird immer wieder gesagt, dass Montgomery auf eigene Faust sozusagen die Briten da gestoppt hat, um im nördlichen Teil, im schlesischen Teil, die Reichsregierung Dönitz noch
zu ermöglichen, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Und dass dann in Dänemark bestimmte Kräfte in Morgenluft gefiltert haben und sagen, wir marschieren jetzt in Schleswig ein, und das hat dann im britischen Unterhaus starke Opposition erzeugt, sodass das nicht zustande kam. Ist das eine Mehr oder ist da was dran? Ich kann daraus aus eigener Kenntnis wenig sagen, aber sicherlich war es so, dass die Briten nach Flensburg dann doch durchstießen Ende Mai, um die Regierung Dönitz gefangen zu nehmen und die Sache zu beenden. Ob die Dänen Ambitionen hatten und militärisch in der Lage gewesen wären, da einzufallen, das glaube ich eigentlich nicht. Sie hatten politische Forderungen. Bitte? Sie haben gesagt, die Kieler Förde war voller Schiffe, ich glaube 146 mehr oder weniger manövrierfähig. Die New Yorker erinnere ich selber noch, die waren nämlich immer unser Ziel beim Schwimmen von der Seebadeanstalt darauf, die Mutigen kletterten auch hoch. Und dann kann ich eigentlich gar nicht erinnern, dass diese Schiffe damit einmal alle verschwunden waren. Das muss ja auch eine gewaltige Anstrengung gewesen sein, die vor Ort zu verspotten und irgendwo hinzubringen. Wissen Sie was von diesen Verschottungsaktionen? Ja. Das war die Hamburger Bugsier-Reederei, glaube ich, oder Hamburger Bergungsfirmen, die noch existierten, die auch Schwimmkräne hatten. Und sie wurden auch von den Briten angehalten, die Wracks zu bergen. Das geschah in einer erstaunlich kurzen Zeit. Es war ja auch Mangel an Stahl und Eisen. Das wurde zu Schrott verarbeitet. Es dauerte bis vielleicht 1950 etwa, waren die letzten Wracks beseitigt. Ganz hinten? Ja, also ich kann mich erinnern, dass die New York wieder schwimmfähig gemacht wurde und Anfang der 50er Jahre durch den Kanal nach Hamburg geschleppt wurde. Das habe ich selbst von der Schleuse aus gesehen. Dasselbe Problem, was man jetzt bei der Costa Concordia hat, das war schwimmfähig zu machen, war damals auch schon eine große Herausforderung. Ja, da hinten der Herr ist. Ich wollte fragen, wann sind denn die Soldaten aus Norwegen gekommen? Sind die auch in Schleswig-Holstein inhaftiert worden, also gefangen genommen worden? Das weiß ich nicht genau. Ich nehme an, dass die nach und nach über Schleswig-Holstein zurückkamen, aber dann ins weitere deutsche Gebiet umgeschinscht wurden. Man kann die ja nicht alle aufnehmen. Es waren ja etwa, die Bevölkerung Schleswig-Holstein hat sich ja durch die Flüchtlinge alleine verdoppelt. Man konnte nicht noch mehr aufnehmen, die mussten weiterziehen. Die gingen ja auch in Gefangenenlager bis zu ein, zwei Jahren. Ja, ich glaube, die Dame war vorhin, teilen wir das auf. Es gab ja einen sogenannten Kral, Kreisbö bzw. Propstei bis Ostholstein, Halbinsel Barkir. Das war ein großes, abgesperrtes Gebiet, wo die deutschen Soldaten weitestgehend selbst verwaltet, in irgendwelchen Erdlöchern oder sonst wie, zum Teil auch bei Bauern in Scheunen, untergebracht waren. Die Briten haben das nur sehr großzügig überwacht, aber im Wesentlichen waren es eben eigene Einheiten, die da sehr diszipliniert erstmal auf die Entlassung bzw. das Weitertransport in richtige Gefangenlager warteten. Das war also auch eine große organisatorische Leistung, muss man sagen. Von den Briten und auch von den deutschen Einheiten. Ja, das stimmt. Und diese Soldaten sind zu Fuß, größtenteils zu Fuß, von Kiel nach Fehmarn und nach Wagrien marschiert. Ja, in den Kragen. Das habe ich selbst nicht erlebt, ich war 2,5 Jahre alt, aber das habe ich mal angehört. Ja, ich glaube, die Damen waren die diese beiden. Es gab ein zweites großes Gefangenenlager in Dithmarschen, die waren mit den Buchstaben F und G bezeichnet. Nur nochmal aus persönlicher Erleben hier in der Kieler Innenstadt eine Sache, die Sie geschildert haben, aber mal vielleicht mal gefühlsmäßig. Also ich kann mich erinnern, im Bunker Hamburg kampflos übergeben, Neumünster kampflos übergeben und dann war immer, Kiel war Reichskriegsamt und wir hatten immer gedacht, das wird noch etwas gehen. Und dann kommt
am 3. Mai oder am 2. Mai, wie Sie geschildert haben, auch die Mitteilung, dass Kiel also nicht verteidigt wird. Und dann sind wir endlich mal nach Hause gegangen, um mal auszuschlafen. Und dann kam am nächsten Morgen von der Innenstadt aus ein ungeheurer Donner. Da sind die in Porrügen hier, was es heute noch gibt zwischen Mölln-Nord und Labö, da ist die ganze Munition in die Luft geballert worden. Was also bei jemandem, der unwissend da war, aber endlich mal glücklich war, mal wieder schlafen zu können. Also eine ungeheure Angst. Ja, ja, das kann ich bestätigen. Ja. Sie haben darüber berichtet, dass in der Stranderbucht ca. 100.000 Flüchtlinge angelandet worden sind. Das ist ja also eine immense, kaum vorstellbare Zahl. Wie hat man anschließend in diesen katastrophalen Tagen diese 100.000 Menschen dann verteilt, beherbergt, transportiert? Wissen Sie das so? Es wurden neue Lager errichtet. Die Kasernen waren ja auch dann wieder frei geworden, weil die Soldaten inzwischen Kriegsgefangene geworden waren. Die Bunker waren da, die Bunker waren ja alle intakt, die konnten bewohnt werden. Es wurden Leute eingewiesen in den verbliebenen Wohnraum. Viele wurden aufs Land geschickt. Die Briten hatten versucht, diese Flüchtlingsschiffe durch den Nord-Ostsee-Kanal sofort Anfang Mai schon weiterzuleiten Richtung Brunsbüttel, Westdeutschland. Das war militärisch nicht möglich. Sie mussten hier ausgeladen werden. Sie wurden auch angehalten, Schleswig-Holstein zu verlassen, aber die meisten blieben und verteilten sich auf das Land. Alle müssten zusammenrücken. Der Wohnraum war ja sowieso zu 70% in Kiel zerstört. Es ging irgendwie, es wurden eben auch dann mit britischer Regie Nissenhütten errichtet, diese runden Wellblechhütten, die als kleine Villages errichtet wurden. Sie haben sich schon... Sie erwähnten vorhin die 300 englischen Soldaten, die ich statt nach Kiel reinkam, und da sind die Militärtitel. Und die war, also ein Teil davon waren vor ein paar Jahren hier in Kiel. Und sie erzählten, dass sie sich damals gewundert haben, dass die Bevölkerung sie eigentlich so positiv und freundlich aufgenommen hat. Das ist ja kein Wunder. Ich bin also am 1. April vom Land gekommen und da haben sich dann bei uns im, auf dem Hof in dem Wohnzimmer immer die Offiziere getroffen, die Deutschen, und die wussten immer ungefähr, wie weit die Engländer waren und wie weit die Russen waren. Wir hatten ja keine Ahnung, wer schneller war, und wir waren immer froh, hofften immer, dass die Engländer schneller waren als die Russen. Und insofern war man froh, dass die Engländer kamen, und daher wurden sie auch so relativ freundlich. Ja, ja. Und die ersten Kampftruppen, die einmarschierten, waren auch sehr diszipliniert, korrekt. Die kleinen Übergriffe, die es gab, waren von der Etappe, wie üblich. Ja, ich sehe sonst keine Fragen mehr. Doch, eine noch, bitte. Der höchst dekorierte Marineoffizier war der Kapitän zur See Lütt. Er war Kommandeur der Marineschule in Würwig und es geht das Gerücht, er wäre erschossen worden. Ist nicht richtig. Er ist erschossen worden, aber er ist unabsichtlich erschossen worden, und zwar von einem Mitglied seiner eigenen U-Boots-Besatzung. Und wie das zu der Erschießung kam, weiß ich genau und kann also versichern, er ist auf keinen Fall mutwillig von Feinden oder Gegnern von ihm erschossen. Ja. Ich glaube, das auch, das ist richtig so, ja. Ja, meine Damen und Herren, ein Thema, ich glaube, dass man noch stundenlang diskutieren kann, das werden wir vielleicht in ähnlicher Form auch gerne wiederholen. Ich möchte mich jetzt noch einmal recht herzlich bei Professor Jenisch bedanken für das ja wirklich kurzweilige, bei dem schweren Thema wirklich sehr kurzweilige Referat, das, glaube ich, viel Neues gebracht hat. Ja, vielen Dank, Professor Jenisch. Für Sie vielleicht auch vom Interesse ist, es gibt noch Erfrischung draußen. Bei dem Wetter.